ökologische Wertschöpfungskette nach hinten. Und wir stehen natürlich für eine stärkere Holzverwendung im Bau- und Energiewesen, aber wir sehen auch eine große Zukunft in der holzbasierten Bioökonomie. Das haben Sie gesehen beim Concept Car, das sieht man auch hier bei uns. Beispiel von Textilien von Lenzing aus Oberösterreich, auf Buchenholzbasis in so heimischen Ländern. Hast du das, kennst du das alles schon, oder? Und auch bei den modernen Bauprodukten, zum Beispiel auf Buchenholzbasis. Wir sind sehr intensiv drin in dem Thema. Buchenwälder haben in Zukunft mehr denn je. Wir machen uns ja Sorgen um den Rohstoff beim Nadelholz, aber die Buche haben wir und dann gibt es ja die neue Innovative aus Buche. Und da kann ich nur Bayern danken, das ist ein bayerisch innovatives Produkt. Da kann ich nur Bruno danken. Er ist schmäler, er ist kleiner, er ist zarter bei der gleichen Tratpack. Und Buche ist vorhanden. Das ist eine Entwicklung, da sind wir sehr gut. Das gibt uns wieder Zukunftsaussicht, dass wir auch hier im Laubholzsektor hochwertige Verarbeitung haben. Nicht nur energetisch, sondern bautechnisch, ein Baustoff auf höchste Qualität mit der Buche. Also ich bin Nikhil Johanna, komme aus dem Bayerischen Wald und bin die Bayerische Waldkönigin. Und ich bin die Maria Sinne und ich bin die Bayerische Waldprinzessin und komme gebürtig aus der Nähe von Augsburg. Ran an die Bruchleiste. Ein Zentimeter fehlt noch auf der linken Seite. Und bis zum Strich und dann. Und dann lass es gut. Nochmals die Kontrolle von der anderen Seite. Sollte die Felge nicht durchreichen, dann kann man durchaus von beiden Seiten stechen. Ob Sie die Schnitte ganz genau treffen in der Höhe, das spielt keine Rolle. Sie müssen sich überlappen, dann ist gut. In diesem Fall hat die Schiene durchgereicht. Er hat einfach nochmals kontrolliert, dass die Parallelität der Bruchleiste auch sicher gewährleistet ist. Im Rückgang, der Motorsägenführer entscheidet, wann gezogen wird. Nicht der Windenführer, sondern der Motorsägenführer. Bitte. Sie sehen, der letzte Schnitt ist völlig unspektakulär. Es passiert überhaupt nichts, weil dieser Haftungsbereich zwischen letztem Schnitt und diesem Fellschnitt den Baum in der senkrechten Lage hält und trotzdem jetzt den Sägeführer bzw. den Windenführer in die Lage setzt, den Baum jetzt aus sicherer Entfernung hin mit dem Seil umzuziehen. Achtung! Jawohl, es hat wunderbar gepasst. Dankeschön. Der Ausbildungskampf für die beiden Staatsfassen. Heute ganze Tag in Kettenwechsel, Kombinationsschnitt, Präzisionsschnitt und Fallkämpfschneiden. 50 Azubis am Start. Und als was endet er dann? Als Holzwald-Weltmeister oder was? Nee, der wird heute Abend der Champion gekürt von den Azubis. Okay. Das kommt abblasen. Wieder ein wenig sauber machen und dann ein paar Kettenwechsel noch probieren. Und dann kommst du wieder mit der etwas die reinigen Säge hierher. Also links und rechts nochmal ein bisschen zusammen, ein bisschen nach vorne. Hilft nichts. Auch da, wo der Uli sitzt hier. Also kommst du da vor? Wenn wir uns da lassen, dann kommen wir uns einmal aus dem Umgehen, dann müssen wir nochmal. Ja.
jetzt schreiten wir. Nein. Das Jahr.